Schönen guten, meine Lieben, da sind wir wieder noch mit noch einer Folge Rome Total War. Und ja, wir sind hier so hängen geblieben letztes Mal und dann quasi sind wir jetzt soweit und werden jetzt mal Rundenabfahrt machen. Ja, das machen wir auch. Ja, cool, du hättest dich auch noch ein Stück bewegt. Da ist Dimidi. Ich hab's befürchtet, aber ist nicht schlimm. Ach, die kommen jetzt schon. Das ist ja nett. Ist ja nett, hör mal. Automatisch? Wieso das denn? Ich will die nicht automatisch machen. Admiral. Achso, das ist hier irgendwo am Fluss. Zeig ich mal her. Da unten. Gut, dass wir keine Armee da drauf haben. Ist er denn so stark oder was? Was ist denn da los? Alter, was ist das denn? Piraten, schiefe die Piraten, die da. Ja, müssen wir automatisch machen. Was sollen wir machen? Haben wir jetzt gewonnen? Scheiße, du. Da hat der uns da oben angegriffen, aber ist nicht schlimm. Wir kommen gleich und werden diese Siedlung befreien, keine Frage. Da sind wir immer noch 2000 im Minus. Syrakus wächst. Ach du lieber Himmel, ey, alles wächst hier. Das ist nicht gut. Wir brauchen Statthalterpaläste, ne? Und das bedeutet, alles andere muss hinten dran stehen, sonst gibt es nämlich Krieg. Gallien und Karthago, ja, das haben wir schon gesehen. Da die Jungs bearbeiten unsere Städte da oben. Beziehungsweise eine, aber das ist nicht so weiter tragisch, weil die, weil die, ja, weil die, ne? Mächtiger General, weiter, wir sitzen fest, mächtiger Herr. Du sitzt fest, ich setz dich gleich mal fest. Der stolziert hier auf Nepte zu, das ist gar nicht gut. Den holen wir auch nicht mehr ein, ist klar, ne? Aber ist nicht schlimm, Jim. Wir wollen jetzt hier oben kümmern, dass wir hier mit unserer Armee, wenn man das so nennen kann, hier mal eben so die Neftes freischalten. Quatsch, die Neukarthagos. Hinunter, du! Angriff geht natürlich nicht mehr, ist ja klar. Ist ja klar. Das hätte ich ja mal glatt gemacht, mal eben schnell. So, aber hier können wir doch bestimmt mal eben fortbilden, oder? Auf jeden Fall. So, gut, wunderbar. Und dann kümmern wir uns auch mal ganz schnell hier um die... Wollen wir mal schauen, wo wir hier so einen Statthalterpalast bauen müssen. Hier haben wir schon Elite-Kavalleriestelle. Wir brauchen aber hier einen Statthalterpalast. War das hier? Ne, da haben wir schon einen gebaut, ne? Schmied, Übungsplatz, Elite... Oh, das wird gut, ey. Was können wir hier bauen dann? Libysche Speerträger. Oh, ich freue mich. Übungsplatz haben wir hier nicht. Nein, nein, haben wir nicht. So, dann, aber hier brauchen wir jetzt keinen gerade. Was? Ich habe nie aufgepasst, ne? Welche Städte sind denn gewachsen nochmal? Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir besser aufpassen, Diggas. Diggas! Lilibaleum ist, glaube ich, gewachsen. Genau, Stadthalterpalast müssen wir reinmachen. Und danach die Kanalisation. Fortbilden können wir auch hier jetzt. Das war das. Aber ist nicht noch eine Stadt gewachsen? Leftis Manga war es nicht, leider. Brauchen wir auch nicht. Messana war es auch nicht. Scheinbar. Syrakus war es, glaube ich. Jawohl, die Ratskammer. Ja, die bauen wir danach. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da sind wir schon auf niedrig. Das ist doof. Das ist ja blöd, ne? Nicht schlimm. Wir kriegen das schon hin, hoffe ich, dass das nochmal eine Runde aushält hier. Beziehungsweise vier, ne? Das kostet drei Runden. Ob die nochmal vier Runden da sich Ruhe halten, das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich geil, wa? Man kann natürlich auch rumtricksen. Man könnte hier ein paar Bauern bauen. Das interessiert die aber gerade nicht. Dann hast du hier nämlich 100, ne? Ja, da müssen wir mal ein bisschen austricksen. Da müssen wir ein bisschen austricksen. Das machen wir so. So. Weil ich Angst habe, dass das halt nicht klappt, ne? Das ist der einzige Grund. Da habe ich noch welche gekauft. Zusammengebaut. Wie auch immer. Kannst du noch da rein? Ja, kann er. Dann haben wir hier eine gute Armee.
Naja, gut ist relativ, aber es wird hoffentlich reichen für unsere Zwecke. Ein paar Elefanten wären auch nicht schlecht, ne? Aber bis die mal da sind, ne? Bis die mal so da sind, ist das schon hart. Harde. Kannst du mal hinfahren hier so ein bisschen und gucken, was da los ist. Da ist Capua. Capua. Haben die was an Bord? Jo. Hier, was hast du denn so, Skipio? Das ist hier der. Das. Ah, ne, ist nicht. Ist nur ein Familienmitglied. Das ist ja nur ein Familienmitglied, wa? Die können hier an Land gehen. Könnten. Hätten gekonnt. Ja, wieso denn nicht? Ist doch doof. Geht auch nicht, ja, ist ja klar. Irgendwas ist immer hier im Arsch. Deswegen sollte man vorher speichern. Und das einfach nochmal probieren. Normalerweise. Damit das klappt. Beim nächsten Mal würde es nämlich wahrscheinlich klappen. Boah, hier wird gekämpft. Das machen wir automatisch. Wir sind ja ganz klar in der Überzahl hier. Das ist überhaupt kein Problem für uns. 38 verloren. Aber ein bisschen Erfahrung erlangt. Das ist gut. Die Elefanten haben auch Erfahrung bekommen. Das ist sehr schön. Ne? Freue ich mich. Oh, mächtiger. Genau. Was wir mit dir machen, weiß ich noch nicht. So, du. Mein kleiner süßer Kumpel. Wirst dich hier. Der hat 100%. Ne? Da gebe ich mal rein. Da gucken wir mal nach. Warum nicht? Und er hat ja die Chance, dass er die Tore aufmacht. 7 Runden halten die durch, wenn man sie belagert. Man sieht halt ein paar Sachen, die man ganz gut gebrauchen kann. Der mächtige General. Was macht der General denn, der mächtige? Das ist hier die Frage. Ob der sie mal hier zum Hafen aufmacht? Du kannst sie auch noch mitnehmen. Was haben wir hier? Nichts. Hier wird gebaut. Cordoba. Ach so, ich habe geguckt, ob ich nicht irgendwo einen Statthalterpalast vergessen habe. Das ist nämlich wichtig. Das wäre nämlich wichtig. Jawohl. Genau, hier gibt es einen Markt. Armeekaserne. Ja, das ist ja Karthago hier. Ne? Das ist schon geil. Der Bazar. Den lasse ich dann mal weg. Armeekaserne. Da können wir die Sachen bauen, ne? Und dann, ja, mal schauen, ob wir das bauen. Oder das. Oder das. Vielleicht das, ne? Damit wir hier in Karthago ordentlich Klamotten kriegen. Das wäre doch mal was. Geheimpolizei. Öffentliche Ordnung. Ja, das wäre doch mal was für uns. Die sieht nämlich gar nicht so gut aus. 5 Runden dauert das aber, ne? Es ist hart. Es ist sehr hart. Und die Akademie habe ich immer noch nicht gebaut. Heidewitzka, du. Ja. Wir kommen langsam so in die Problemzone, würde ich mal so behaupten. Rundschildkavallerie habe ich vielleicht zu wenig. Die sind natürlich richtig. Die könnten natürlich richtig geil sein, ne? Die libyschen Speerträger. Brauchen wir die? Wir brauchen die mit Sicherheit mal irgendwann. Ich habe doch irgendwo noch so ein paar Leute davon gehabt. Oder habe ich die verheizt? Das kann natürlich sein, ne? Die habe ich sie. Die Jungs und Mädels. Kannst auch mal gerade mal hochgehen. Da hier bei Tapsus kann man sich, glaube ich, fortbilden. Da gibt es auch eine Werkkaserne demnächst. Und einen Schützenplatz. Steinschleuder. Oh, Mama! Steinschleuderer hätte ich gerne. 4 Runden dauert das Ganze, ist nicht schlimm. Rüstungsbauer, ja. Und der große Tempel des Baal, ne? Der macht hier ordentlich Dings. Aber da haben wir jetzt im Moment noch keine Probleme, ne? Hier oben haben wir mehr Probleme. Es wäre schön, wenn wir hier den riesen Baal-Tempel bauen könnten. Können wir aber nicht. Warum nicht? Man weiß es nicht. Und hier hätte ich ganz gerne diese hier, ne?
Kunia Infanterie. Es ist auch interessant, ne? Was ist das? Kann man da drauf drücken? Ja. Können Phalanx. Oh, leck mich. Alter, die können Phalanxen. Das ist ja geil. Aber das ist ja cool. Ja, also, ne? Da würde ich ja fast sagen. Armeekaserne. Die können Phalanx. Digga. Ich will Phalanx. Elite-Kavalleriestelle, was machen die denn? Kriegselefanten. Boah, die machen Kriegselefanten, Junge. Langschildkavallerie. Boah, ich brauche hier so eine Kavallerie. Ich brauche alles. Ich brauche eine Geheimpolizei. Ich brauche nicht den Übungsplatz. Was ist das andere Gerät? Academy, Schmied. Schmied wäre auch geil, ne? Dann haben die gleich richtig Fettrüstung. Armeekaserne und Geheimpolizei. Genau. Und hier unten den Ölschützenplatz. Richtig. So hatte ich mir das vorgestellt. Und als Platzhalter mache ich den noch rein. So. Dann haben wir es. Würde ich sagen. Ja, da haben wir uns wieder verarscht. Da ist alles soweit in Ordnung. Der geht nochmal hoch. Kann sich da fortbilden ein bisschen. Die Jungs, müssen wir halt mit leben. Hier werden wir uns das Ding holen, ist ja klar. Die werden wir übersetzen wahrscheinlich. Hatte ich so vor jedenfalls, habe ich mir so gedacht. Dann können wir die auch fortbilden hier gleich. Können wir alle machen, scheißegal, ne? So. Und hier, ja, können wir auch nichts machen. Erst nächste Runde natürlich, ist ja klar. So kennen wir Rome. Dann werden wir hier noch einen Bauern rekrutieren. So. Der Kollege wird auch nicht mehr vorwärts kommen. Der könnte natürlich helfen. Aber braucht er nicht, ne? Ist ja Logo, ne? Also wir können ja lieber hier oben angreifen mit dem, anstatt hier unten da den zu verteidigen, ne? Weil da kommt ja einer. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir da große Not hätten oder so. Deswegen gehen wir mit dem noch da oben. So sieht's aus. Was haben wir denn hier? Auch nichts. Dollars. Aber das ist auch nichts Tolles, ne? Eigentlich müssen wir mit dem nochmal nach Cordoba gehen und gucken, dass wir da was fortbilden können, ne? Das wäre natürlich so das Ideale wahrscheinlich. Wir haben keine Knete mehr. Die Wehrkaserne. Tja. Also werden wir mit dem natürlich noch nachhelfen hier oben. So ein bisschen. Hier unten haben wir ja jetzt wieder was. Da ist schon was unterwegs und so. Ja, das kriegen wir hin. Und er ist ja auch noch da. Und er hier, da wird mir bald der Jen hier sterben wahrscheinlich. Aber was soll's. Wir kriegen das hin. Ich mache mal eine Schnellspeicherung hier, zack. Und werde mal eine Runde losfahren hier. Du greifst mich an. Hast du eine Macke oder was? Bist du doof oder was? Ja, die haben keine andere Möglichkeit mehr. Wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen, die Jungs. Ich will mal gucken, ob wir die schaffen. Ist natürlich ein 3-Sterne-General. Ich hab ein bisschen Schieß in der Butze, du. Ja, komm, das kriegen wir so hin. Oh, wir haben eine gute Position, das ist schon mal fein. Das sieht auch soweit ganz gut aus, nur hätte ich gerne einen links, einen rechts. Hier vorne haben wir die. Achso, ne, da und den. Ja. Sieht gut aus. Mit der Aufstellung, soweit. Mache ich mal ein Grüppchen draus und werde mal die Schlacht starten, ne? Bisschen schneller, wenn es geht. So, du und du und du. Ihr macht schon mal das Ding hier an. Das ist nämlich ganz gut, glaube ich. My Jen. Ach, die kommen von da. Ach du Scheiße, du. Die machen aber jetzt hier Gummi, du. Bisschen schneller, Digga. Das
da los? So. Der feindliche General zeigt seinen Wert. Er ist von dem Wunsch erfüllt, seine Haut zu retten. So, und dann kann man hier mit Alt, was die da quasi gesehen, sozusagen, mit dem Schwert angreifen, ne? Das wollen wir ja. Wir setzen fort, ist ja Logo. Ja. Du sollst den hier töten. Na. Ah ja. Sehr schön. Was ist mit dir denn? Ja, ja. So, holt die Jungs da vorne, was soll das? Schaffen die den jetzt oder nicht? Sieht so aus, als wenn sie näher kämen. Ne? Von daher. Der kriegen den schon wieder nicht, ne? Das ist ja unglaublich, ey. Unglaublich ist das. Da, guck mal, jetzt dreht er um. Also. Meine Fresse, ey. Dann hol dir den noch. Und die anderen, die haben nichts mehr. Die sind alle weg. Die sind schon geflieht. Alles klar. Das war's. Wir konnten nichts erreichen. Dummerweise. Ach, da läuft noch was. Guck mal da. Ja, General, greift die mal an, macht die mal weg und dann haben wir es doch geschafft schon wieder. Also die sind ja jetzt kein Problem mehr, ne? Die müssten jetzt eigentlich so gut wie ausgelöscht sein. Der Sieg liegt vor euch, der Feind kann nicht mehr anders als rennen. Ja, das soll er ja auch. Die Schlachten. So, da haben wir Leibwache, hat einen Punkt gekriegt, das ist schön. Ach, hör mal auf zu quietschen hier. Naja, ruhmreich würde ich das nicht nennen, aber immerhin. Feindarmee vertrieben. Burus. Rundenbericht. 13.000 sind es mittlerweile. Hochzeitsfeierlichkeiten. Merkmal erlangt. Guter Kommandant, sehr schön. Baubericht. Haben wir ein bisschen was gebaut. Bauern. Diplomatisch haben wir nichts verändert. Alles klar, Baby. Ja, dann würde ich sagen, steht ja nichts mehr im Wege. Da mal schnell mit den Leuten hier. Ja, ne? Warum nicht? Da ist nichts, was man befürchten sollte, glaube ich. Ich kann nicht weiter, weiße. Gib dir gleich. Schreibt ihr gleich? Was ist das für ein Turm hier? Warum sehe ich da nichts? Briganten? Kann mir mal einer sagen, warum ich den Turm da jetzt nicht mehr habe? Hat den jemand übernommen oder was? Geht das? Komisch. Naja. Wie auch immer. Oder hat den echt jemand anders dahingestellt? Das kann natürlich auch sein, ne? Das weiß ich nicht. So. Dann haben wir das erledigt, das erledigt, das erledigt. So, die Schiffe müssten fertig sein, genau. Ja, hier wollen wir natürlich dann mal gucken, dass die... er geht an Bord, das ist aber nett von ihm. Wie sieht's aus? Er könnte auch mal da reingehen, glaube ich. Damit er da ein bisschen...
ein bisschen sich erholt, jawohl. Und der halt auch, ne? Gehen wir da rein. Der andere kommt ja erst in einer Runde, so dann können wir jetzt hier auf Fortbilden gehen, hoffe ich. Können wir ein bisschen was fortbilden, ne? So. Gut. Und was wollt ihr denn alle hier? Römische Flotte. Die Julia. Ja, hör mal. Mach dich mal weg da. Was soll denn das? So eine Macke? Das Meer gehört euch, großer Herr. Ja, das Meer gehört mir, großer Herr. Da fahr ich auch mal gucken, wo der ist. Ja, mächtiger Herr. Da unten. Natürlich komme ich da nicht ran, ne? Ist ja Logo. Da schauen wir aber mal, ob wir den nicht doch kriegen, irgendwie. Ist nur ein Schiff, ne? Aber wetten, mit meiner 2 kriege ich da ein Problem. Ich fahre den mal hier hin, damit der da eventuell ihn aufhält. Mal so ein bisschen. Das wäre ja mal was. Komm, ich will Elefanten. Nein, ich will keinen Elefanten. Ich würde so gerne Elefanten nehmen, aber ich will mal gucken, was die Kriegselefanten machen. Da kommt bald mein Übungsplatz, ey, mein Schützenplatz, meine ich. Ey, ich hab, wir müssen mal hier langsam aufhören, ne? Wir sehen uns wieder, hoffe ich. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.